So, da sind wir wieder bei Overrock Talked Enemy Unknown? Nein, XCOM Enemy Within ist es ja. Stimmt. Hatte ich ja fast vergessen, die paar Sekunden jetzt zwischen der letzten Aufnahme. Oh Mann. Ja, und da sind wir wieder. Beim letzten Mal haben wir Tutorial gemacht und diesmal Tutorial. Diesmal werden wir in die Einsatzleitung gehen. So, gehe ich mal rein. So, hallo. Der Feind stellt uns auf eine harte Probe, Commander. Zwei verschiedene Länder wurden gleichzeitig angegriffen. Wir können uns nur um eine Sache kümmern. Das Land, dem wir helfen, wird unser Projekt unterstützen. Aber in dem Land, dem wir nicht helfen, wird die Panik weiter ansteigen. Das ist keine leichte Entscheidung, Commander. Aber Sie müssen sie treffen. Das kannst du doch nicht machen, ey. Mann, diese blöden Aliens immer. Schauplätze anzeigen. Ich könnte das Ganze auch ignorieren, aber das wäre ja total böse von mir. So. China oder USA. Wissenschaftler 4. Ach, da sehen wir auch die Belohnungen übrigens. So, Wissenschaftler 4 und hier haben wir $200 oder was auch immer das ist. Sind das Dollar? Nee, sind das... Weiß ich jetzt. Doch. Keine Ahnung. So, 4 Wissenschaftler. Ich habe gerade das Dollarzeichen... Nee, das Dollarzeichen ist es ja nicht. Das ist was anderes. Einfach nur ein Währungszeichen. Also 200 Währung. Alter. So, ich gehe nach Dallas, weil USA ist im Prinzip wichtiger von den Spendengeldern her, die wir da bekommen werden. Deswegen erstmal die USA, ne? Verstanden. Die Truppen erwarten Sie im Hangar. Danke. Commander, bevor wir unseren Trupp entsenden, können Sie wählen, welche Soldaten dabei sein sollen. Ich habe unseren Veteranen einberufen. Mit seiner Kampferfahrung ist er auf dem Schlachtfeld von unschätzbarem Wert. Das ist ja nett von dir. Ja, unser Veteran hier, der Rodriguez, ne? Becky, auch ganz gut. Rekruten sind das übrigens hier. Der Jones und Papadopoulos. Griechisch, wie es aussieht. Ganz ehrlich, ich werde mal ganz kurz ein bisschen reinschauen. Bewaffnung, da können wir noch nichts anderes machen. Aber ich kann die Fähigkeiten ist auch natürlich auch noch nichts. Sie müssen jetzt erstmal einen aufsteigen, damit man überhaupt weiß, was für ein Einheitentyp die sind. Spezialisiert. Jetzt sind sie einfach nur ganz normale 0815 Schachfiguren, ne? Individualisieren. Also wir können den Namen ändern, Vornamen, Nachnamen, Spitznamen noch nicht. Die hat noch keinen. Dafür muss die noch ein bisschen was tun, um Spitznamen zu kriegen. So wie Badass oder so. Stimme. Aber das können wir ändern. Okay. Bestätige. Okay. Geil. Bestätige. Bestätige. Verstanden, Commander. Können wir auch Griechisch einstellen? Warte mal. Alter. Es tut mir leid, das hat sich so witzig angehört. Ich glaube, ich mach mal... Nee, ich lasse Deutsch. Mach mal so, ne? Ethnie Titi. Verändere ich jetzt mal nicht so. Eigentlich ist... Guck mal, man kann auch das Gesicht verändern. Alter, Was ist das denn für eine Flachnase, ey? Ja, mach mal so, ne? Das sieht ja noch ganz angenehm aus. Ethne TT kann man machen, muss man nicht. Asiatisch, schwarz, was ist das? Das sieht alienmäßig. Na, ich will jetzt nicht rassistisch sein, ne? So. Ja, das ist ja wieder die Flachnase. Was zum Teufel? Nee, ich nehme die hier. Das passt schon. Von der Hautfarbe, ne? Ach ja, hier haben wir auch die Hautfarbe. Guck mal, geil. Machen wir die so, ne? Ja, machen wir mal so. Griechen sind ja nicht so dunkel, ne? Frisur können wir auch anpassen übrigens. Die müssen erstmal, die Texturen müssen erstmal nachladen, wie man sieht. Ja, ist ganz toll, ne? Ach, Kacke, wollte ich sagen, Kacke. Geil, das ist auch super. Oh, wir können auch super Helme machen, das gab es im Anime Unknown noch nicht. Dass wir hier so viel variieren können, das ist ganz cool, finde ich. Eigentlich können wir. Das sieht ganz cool aus, ne? Haarfarbe brauchen wir dann gar nicht. Obwohl, warte mal. Ach komm. Wir machen da eine richtige Frisur, oder? Ich gommel hier schon wieder rum am Editor wie blöde eine Stunde lang wahrscheinlich. Und nachher ist die Folge schon wieder rum. Nee, das meine ich natürlich nicht. Was kriegen wir denn hier Schönes hin? Ach Mann. So, das. Nein, natürlich nicht. Das ist schon okay. Ähm.
Also, ich finde das hier eigentlich ganz... Na, das finde ich ganz cool, muss ich sagen. Blond ist gut. Hat sich gefärbt, ne? Wisst ihr Bescheid. Also, die Rüstung können wir auch verändern tatsächlich. Dann hat die so eine Monster-Rüstung hier. Also, es hat nichts, keine Auswirkung aufs Spiel. Sieht nur cool aus. Eventuell. Man weiß es nicht. Ja. Was gibt's denn? Die drei gibt's. Ich finde das eigentlich passend, muss ich sagen. Oder das hier. Aber ich finde das hier passend, ehrlich gesagt. Nachher kann man das noch verändern gerne. Die Farbe, die will ich eigentlich von euch auswählen lassen. Deswegen noch keine wirkliche Farbe. Erstmal Standard lassen, ne? Das ist jetzt noch so ein Standard-Typi. Der kommt aus Britannien. Den lasse ich aber so. Bestätige. Okay. Ja, oh, ist schon okay mit der Stimme, ne? Ja, komm. Frisur, Machst du hier... Helm kriegen die auch nicht, die Eulen, ey. Machst du hier den hier, ne? Das geht nicht. Das kannst du nicht machen. Machst du den hier, oder? Ja, das geht nicht. Machst du den hier. Ja, passt schon. Der passt schon. Der Bart. Ja, guck mal. Können wir ein bisschen was machen? Alter. Ja, das passt doch. Ah, Hilfe. Ja, die, keine Ahnung, wo der das ist. Was ist das für ein Land ist? Weiß ich jetzt gerade nicht. Bestätige. Verstanden, Commander. Okay. Ich finde die Stimme angenehm. Die soll ja auch angenehm sein, ne? Muss man ja dazu sagen. So, und dann kann man die besser sehen auf dem Schlachtfeld. Soll jetzt auch nicht so rassistisch klingen. Eigentlich, nee, kannst du nicht machen, ey. Das kannst du nicht machen. Eigentlich ist das ganz cool. Und die Haarfarbe kann man machen. Vielleicht sollte man auch verschiedene Farben nehmen für die Soldaten, dann unterscheiden die sich besser, ne? Kann man machen. So, die Frisur. Frisur. Mach ich mal so. Ganz cool, oder? Lange Haare dürfen die natürlich nicht haben, ist ja ganz klar. Alter, das sieht so extrem aus mit diesen Farben, ey. Komm, die kann mal nachher. So. Und Hautfarbe. Ach, da möchte ich eigentlich noch blasser. Geht das? Ja, sehr gut. Kommt ja aus Britannien auch, tatsächlich. Das passt. Jens Lemmens. Das ist doch. Das ist kein Deutscher. Sieht aus wie ein Belgier, oder? Ist das. Ich kann das nie. Ich glaube, das ist Belgien. Bin mir nicht sicher. Keine Ahnung. Der sieht fast so aus wie der andere, ne? Kann das sein? Alter. Ja, guck mal hier. Das ist doch ein gutes Gesicht dafür, oder? So, und die Frisur. Alter, ich bin jetzt schon wieder total Überlänge. Aber die ersten Soldaten kann man ja erstmal, kann man sich ja ein bisschen zeigen lassen, ne? Da machst du die mal extrem. Hier, das sieht doch geil aus, Alter. Das sieht doch Hammer aus. Oh, Alter, so ein Meisterbart. Jawohl. Gibt's da noch was Extremeres? Ja, gibt's. Der rote Bart hebt sich wirklich sehr gut ab, muss man sagen. Aber ich mach den hier. Das passt. So. Und unser Jordan Griffin. Ach du Scheiße, ich mache jetzt alle durch, ne? Ich glaube, wir sind schon fertig längst. Scheiße. Ja, aber dann haben wir jetzt gar nicht drin. Ja, mache ich jetzt mal ganz kurz. Kann ich den nicht rausschmeißen? Manu, ich will die rausschmeißen. Ja, egal. Wir legen mal los, ne? Würde ich jetzt mal sagen. Ready for takeoff. Und dann ab nach... wo? Ach ja, das war USA. Stimmt. Transporter ist eingetroffen. Ja, wer hätte das gedacht? Dann beginnen wir mal mit dem Angriff. Dallas, Tipp, halte die Augen offen nach Abflussrohren und Leitern. Ein Höhenvorteil gegenüber dem Feind gibt dir eine bessere Trefferchance. Aha. Entführung durch Außerirdische im Gange.
keine Zivilisten am Einsatzort, aber mehrere Invasoren. Begleitschäden sind daher akzeptabel. Schalten Sie alle Gegner aus. Das ist doch mal einfach. Die Mission war ja auch auf leicht. Also von daher. Total einfach. So. Und wenn wir einen Soldaten hier übrigens verlieren, ist er weg. Das heißt, auch die Ausbildung und so weiter, alles weg. Wir müssen mit einem neuen Soldaten komplett von vorne anfangen. Und wie gesagt, bitte schreibt in die... Halt, Soldat. Oh. Ehe du vorrückst, wollen wir sehen, was in dem Gebäude ist. Dein Kamerad ist näher dran. Soll er sich das ansehen? Ja, wir sind anscheinend immer noch im Tutorial. Nee. Mann, Mann, Mann. Ja, also was wollte ich sagen? Genau. Ihr könnt natürlich gerne Namensvorschläge und Farbenvorschläge und Rüstungsvorschläge reinschreiben. Ich sage mal, Rüstungen sind so 1, 2, 3. Standard ist 1, dann 2 und die 3 ist dann diese Lederdings da. Und bitte mal Vorschläge reinschreiben, dann kann ich nämlich gerne die Farben ändern und alles sowas. Gut, jetzt mach die Tür auf. Leise, damit du dem Feind nicht deine Position verrätst. Und ich glaube, das ist ganz witzig, wenn man da eigene Namen vergibt. So Kojo Mbeki kann man sich nicht so ganz gut nennen. Wenn ich den jetzt mal Hans-Peter Hanswurst nenne oder sowas, ist das ganz lustig, glaube ich. Und dann hängt man, glaube ich, auch ein bisschen mehr an dem. Jetzt geh drinnen in Deckung. Alles klar. Okay, jetzt will ich einen Mann auf dem Dach des Gebäudes haben. Schau mal, ob du darauf kommst, Soldat. Mann, das wird doch gar kein Problem sein. So. Hab's gehört. Lauf. Das ist unser Bester jetzt gerade. Miguel Rodriguez. Oh. Da sind sie. Der Rest von euch rückt Richtung Feind vor und geht in Deckung. Nicht feuern, bis ich den Befehl gebe. Wieso du? Hä, ich bin doch der Commander, oder nicht? Miststück, sage ich dazu. Okay, jetzt kann ich die von beiden Seiten irgendwie, oh Mann, ich hab so weit. So, dahin. Rücke aus. Jetzt können wir die von beiden Seiten penetrieren, sozusagen. Von der Mitte auch, natürlich. Keine schlechte Idee, glaube ich. Alter, ich habe keine Deckung mehr. Fuck. Ja, kann man versuchen, ne? Mach ich auch. Ja. Schön. Das freut mich gerade wirklich. Okay. Vielleicht können wir den Typen da... Ich kann ihn schon beschießen von da. Sehr schön. Mach ich auch. Vielleicht treffe ich. Mal gucken. Geil. Gute Arbeit da draußen, Leute. Der Commander übernimmt nun das Kommando, während ihr den Rest des Gebiets nehmt. Wie immer werde ich euch mit taktischem Rat zur Seite stehen, falls benötigt. Hm. Und denkt daran, eure Panzerung hält nur ein paar Schüsse aus ihren Waffen aus. Also haltet die Augen offen und die Köpfe unten. Viel Glück. Ja, ja. Ja, wir haben 2, 4, 6 Lebensbalken. So normalerweise. Also muss ich echt da aufpassen. Okay, ich darf den Rest machen. Ich bin ganz glücklich darüber, dass er uns nicht mehr aufregt. Nervt und so. Also. Ziel bestätigt. Weiter spurten. Papadopoulos. Adrien Papadopoulos. Ach du Scheiße. Den Namen muss ich unbedingt ändern. Ich habe nichts gegen Papadopoulos, aber der ist so lang. So lang. Ich gebe Gas. Ich gebe Gas, ich gebe Gas. Alien-Aktivität. Ja, jetzt haben die gerade ihren Zug gemacht. Hat man natürlich nicht gesehen, weil ich keinen von denen im Blickfeld habe. Ich bewege mich natürlich mit ihm an vorderste Front. Ich habe ja damit 7 Leben tatsächlich, weil er ja so ein harter Typ ist. So. Ach, spurte ich mal dahin. Kann ja nicht schaden. Bis jetzt noch keine Alien-Sichtung. Mach das mal. Aufgepasst. Der Feind rollt an. Ach, da haben wir doch 2. Die verkriechen sich erstmal. Schön. Oder auch nicht, wie man es nehmen will. Rücke aus. Rück aus, Mann. Du schaffst es.
Ah ja, Aktivität. Commander, der Raketenwerfer unseres Veteranen müsste leichtes Spiel mit den Strukturen haben, die die Aliens als Deckung nutzen. Und wenn wir Glück haben, fliegen die Aliens gleich mit in die Luft. Gesetzt den Fall, er trifft. Natürlich. Oh. Ah. Da stand er und hat gelauert, ey. Man kann nämlich auch Feldposten aktivieren. Und dann bleibt er einfach an der Stelle. Und wenn jemand vorbeiläuft, dann schießt er automatisch auf denjenigen. Das ist eine coole Sache eigentlich. Position bestätigt. Außer die wird bei mir angewendet, dann nicht. So, ich könnte jetzt einfach mal drauf schießen aus Spaß. Das ist nicht gut. Nee, hast du recht. Oh Mann, ey. Ihr Blindfische, ey. So, ich kann jetzt da ein bisschen, ne? Ich kann jetzt nicht mehr schießen, habe ich alle Aktionen verbraucht mit der Ollen. Er kann auch nicht schießen. Wo setze ich ihn denn mal hin? Eigentlich da. Im Laufschritt. Los, lauf. Alien Aktivität. So, die hatte ein Leben dazu gekriegt tatsächlich. Das wird wieder Soldat. Ja, ja. Aber nochmal sowas und das ist aus mit da dir. Da hast du recht. Bleib in Deckung. So. Ich werde mich jetzt mal da hinsetzen. Und eine ordentliche Rakete ab. Was? 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 Ich kann da jetzt nicht. Ich kann da keine Rakete hinschießen. Warum? Das ist doof. Ich mache einfach eine Granate dahin. Geht das denn? Ja, ich mache das so. Ich hoffe, das klappt. Oh, ja. Jawoll! Gute Arbeit da draußen, Strike One. Wenn Sie gestatten, Commander. Die Labore sind in Alarmbereitschaft und die Teams erwarten Ihre Befehle. Wir können sofort mit der Untersuchung der gefundenen Artefakte beginnen. Aber sicher. So. Geschafft. Ab zurück zur Zentrale. Ich glaube, das war ganz erfolgreich. Ich finde, die Cutscene sieht ein bisschen trashig aus, muss man sagen. Nicht die beste Bildqualität, aber vielleicht, weil es die Tutorial-Mission immer noch war. Ich hoffe, wir sind jetzt endlich durch mit den Tutorials. Mann! Kein Bock mehr auf Tutorials. Ich will jetzt endlich loslegen. Richtig loslegen. Aber wir können ja gleich mal nochmal gucken, wie wir unsere Soldaten anpassen. Das macht ganz, ganz, ganz gut Spaß eigentlich. Vielleicht bin ja nicht die mal um. In der Pause. Mal gucken. Wie gesagt, Vorschläge sind immer noch erwünscht. Und, schauen wir mal. Oh, Kojo Mbeki wurde befördert und zwar zur Unterstützungseinheit. Wie der Name schon sagt, die Unterstützungseinheit hilft den Trupps auf nicht materiellem Weg. Sie ist eine wichtige Hilfe für alle in ihrer Nähe. Können wir jetzt sehen, rechts, die TP sind die Trefferpunkte, das heißt, er hat jetzt 7. Um einen besser geworden. Zielsicherheit erklärt sich, Wille auch, Verteidigung 0, super. Und der hat jetzt die Rauchgranate, kann einmal pro Einsatz eine Rauchgranate werfen. Der Rauch gibt allen Einheiten plus 20 Verteidigung, nicht nur Verbündeten, und hält auch während der gegnerischen Runde an. Das heißt, er ist wirklich Unterstützung. Und eigentlich ganz cool. Die sichergestellten Artefakte werden abgeladen und das Forschungsteam erwartet ihre Befehle. Ja, auf ihre Anordnung hin fangen wir an, Commander. So. Commander, wir empfangen einen Funkspruch des Rats. Guten Tag, Commander. Wir wollen Ihnen zu Ihrem letzten Sieg gratulieren. Aufgrund der verschiedenen Gesuche um Unterstützung mussten Sie eine schwere Entscheidung treffen. Sie haben ausgezeichnete Arbeit geleistet. Wie vereinbart, erhalten Sie nun Ihre Belohnung. Auf Wiedersehen, Commander. Wir hoffen, dass Sie Ihren Erfolg weiter fortsetzen können. Ja, natürlich. Ja, Labor. Jedes Labor erhöht die Forschungsgeschwindigkeit um 20%. Verbundbonus plus 10%. Das heißt, wenn die direkt nebeneinander liegen. Forschungsgeschwindigkeit für jedes direkt angrenzende Labor. Da steht es ja nochmal. Benutze die Option Einrichtung bauen in der Technikabteilung, um dieses Gebäude zu errichten.
Kein Problem. Und wir haben 4 Wissenschaftler gekriegt und die Panik macht sich in Asien breit. Ist ja nicht so schön. Der Rat weiß, dass Sie die richtige Entscheidung getroffen haben, Commander. Mit unseren Ressourcen ist unser Handlungsspielraum begrenzt. Unser Chefingenieur hat jedoch etwas gefunden, damit Sie die Lage besser überwachen können. Das Lagezentrum erlaubt die permanente Überwachung jedes Mitgliedsstaates des Rates. Wenn wir es zulassen, dass die Panik in einem der Staaten die Überhand gewinnt, wird sich das Land aus dem Rat zurückziehen und auch die finanzielle und sonstige Unterstützung einstellen. Okay. Das Vertrauen des gesamten Rates in das XCOM-Projekt kann an der primären Anzeige über dem Hauptbildschirm abgelesen werden. Die Ingenieure nennen sie das jüngste Gericht. Das ist ja... Commander zur Einsatzleitung. Boah. Commander Boah. Zur Einsatzleitung. Ich will nochmal das Lagerzentrum sehen. So. Da haben wir unseren Satelliten über Deutschland und das ist so die Panikanzeige, sagen wir so. Sagen wir mal. Und die ist in Asien tatsächlich gestiegen. China deutlich und in anderen Ländern so ein bisschen, ne? Australien liegt jetzt nicht wirklich in Asien, aber zählen die anscheinend dazu. Ja. In die Einsatzzentrale, oder Einsatzleitung, wie auch immer. Da gehen wir dann in der nächsten Folge hin. Ich hoffe, euch hat es gefallen und vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bye!